Hey ho, meine Lieben, wir frittieren heute wieder. Also erstmal hallo zum neuen Video. Wir frittieren heute wieder. Und zwar wollen wir frittierte Bratapfelküchle machen. Und dazu mit einem amerikanischen Schmalzkuchenteig. Ich weiß auch nicht, warum die das Schmalzkuchenteig oder Schmalzkuchen nennen. Was steht hier auf dem Rezept? Ob du sie nun Schmalzkuchen, Kräppelchen, Mutzen oder Baguettes nennst. Eins haben sie alle gemeinsam, frittiert müssen sie sein. Ja, genau. Und Bratapfel hat es eh viel zu selten gegeben. Ich werde heute etwas experimentieren und dann eben Bratapfelküchle machen, frittierte. Eventuell noch eine frittierte Banane hinterher, zusätzlich zum Ausprobieren. Und noch ein Mini-Chino. Hier diese Mini-Küchle. Vielleicht reicht der Teig dann noch aus, dass man so ein Teil auch noch machen könnte. Aber das wissen wir erst hinterher. Aber jetzt ab in die kleine, aber feine Küche zur Übersicht. Ach so, heute nicht mehr im Topf. Wir haben uns eine kleine Fritte gekauft. So Leute, hier ist die Fritteuse. Also nur so ein einfaches Teil für 40 Euro. Das ist uns heute einfach direkt hinterhergelaufen, wo wir beim Einkaufen waren und fertig. Switch on nennt sich das Ding. Naja, einfach im Kaufland schnell mitgenommen und gut ist. Aber jetzt, tja, ab zu den Zutaten. Leute, jetzt wird es wirklich experimental, weil diese American Food Videos, was ich gesehen habe, mit diesem Schmalzkuchenteig, wo sie das Zeug einpacken und dann frittieren, das Zeug war alles flüssig. Das Rezept, was ich mal jetzt rausgesucht habe, ist eigentlich fester Teig. Fester Teig. Und ich versuche den jetzt etwas flüssiger zu gestalten, dass wir nachher dann unser Zeug da eintauchen können. Ja, ob es was wird, Leute, wir werden sehen. Aber jetzt, oh Gott, wenn ihr das gerade sehen könnt, jetzt die Manu, die verdreht gerade die Augen. Aber jetzt gehen wir runter und zeige ich euch die Zutaten. Aber ich wollte ja einen Schmalzkuchenteig und keinen Fennel-Cake-Teig. Also, was haben wir hier? Ich habe jetzt statt 450 Gramm Mehl einmal bloß 300 Gramm genommen. Da haben wir 30 Gramm Butter, ein Ei, ein Päckchen Trockenhefe, 50 Gramm Zucker. Da habe ich gleich einen braunen Zucker genommen. Ja. Und 140 Milliliter Milch und 140 Milliliter Wasser. Das vermischen wir jetzt gleich einmal. Die Milch war etwas kühler. Dafür ist das Wasser warm. Und wenn es nicht warm genug ist, weil es heißt lauwarm, dann können wir das immer noch ganz kurz in die Mikrowelle stellen. Ja, stell es mal ganz kurz in die Mikrowelle, Spatzel. Aber nur kurz. Mhm. Ja, und hier brauchen wir jetzt noch einen halben Teelöffel Salz. Ja, so einen halben Teelöffel. Mehl, Trockenhefe. Sollte die bloß aufgehen, dann nehmen wir besser eine Schere. Das sollte schon reichen in der Mikrowelle. Ja. Trockenhefe. Salz und Trockenhefe ist drin. Eine Mulde formen. Butter und Ei dazugeben. Dann machen wir das halt auch noch so, wie die das wollen.
Ja. Ja, und dann fangen wir mal an, hier diese Mischung hinzuzugeben. Da schütte ich mal jetzt nicht alles rein. Und dann schauen wir, dass wir da einen halbwegs schön flüssigen Teig bekommen. Ja, bitte. So. Es sind halt keine Knethaken, mein Schatz. Wieso hast du mir die Knethaken nicht? Du wolltest unbedingt die haben. Ach so, wollte ich das? Ja. Ja, dann gib mir doch die Knethaken, bitte. Ich werde es in dem Fall vielleicht doch sinnvoller. Na. Einfach her. Ich wollte eigentlich den Teigpoppel, was da dran ist, nur wegmachen. Genau. So. Ich sagte ja, das könnte in ein Drama ausarten heute. Ja, dann ist es halt so. Aber die Leute wollen ja auch ab und zu was zum Lachen haben in den Richtig. Videos, habe ich mir mal sagen lassen. Wir experimentieren heute mal ja. ein bisschen. Es muss ja irgendwie klappen. Wenn ich das jetzt so bediene? Nein, es wird Nein? auf der anderen Seite genauso hochgehen. Es war eigentlich als Witz gedacht gerade. Das weiß ich. So, einmal. Zweimal und dann machen wir weiter. Batzel, machst du mir mal bitte noch mal ein bisschen Milch warm? Ein bisschen Milch warm? Ja, also da brauchen wir definitiv noch ein bisschen was. Aber dem muss ich ja noch die Butter fertig auflösen da drin. Ich glaube, jetzt kommen wir in die Region, wo wir die anderen Rührteile verwenden können. Ja, obwohl. Hau noch einen Schluck rein. Hau nein, hau nein. Ja, das reicht jetzt doch. Sehr schön. Sieht er aus. Ja, siehst du? Ja. Funktioniert doch. Und jetzt ist er zu flüssig. Aber rein theoretisch. Der geht ja jetzt noch ein bisschen durch die Hefe. Schauen wir mal, wie er sich entwickelt. Der darf jetzt noch halb, dreiviertel Stunde gehen. Und dann gucken wir nämlich nochmal, ob wir den nochmal aufrühren müssen oder nicht. Und in der Zwischenzeit richte ich mal alles für unsere Bratapfelfüllung her. Ja, genau. So, dann werde ich mal hier experimental die Bratapfelfüllung machen. Da werden wir jetzt zwei Äpfel schälen und kleinwürfeln, also kleine Stückchen, nicht zu groß. Das macht dann Manu. Und ich setze hier jetzt erstmal die Grundmasse an, wo dann die Äpfel hineinkommen. Zitrone, meine Quetschzitrone brauche ich noch. Aber die kommt erst zum Einsatz, wenn die Äpfel reinkommen. Jetzt fangen wir mal an, wie viel 200 Gramm Marzipan-Rohmasse. Nee, nehmen wir wahrscheinlich knapp die Hälfte. Wie viele Äpfelchen? Zwei. Zwei Stücke. Knapp die Hälfte, 100 Gramm in etwa. Dann Rosinen, Sultaninen, irgendwie sowas um den Dreh rum. Wo ist meine Schere da?
brauchen wir auch ein paar. Die hätten wir jetzt zum Beispiel vorher in Rum tauchen können, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Dann nehmen wir auch ein paar. Ein bisschen was von den Haselnusskernen, gehackt und geröstet. Auch ein Schwung rein. Und zu guter Letzt, die Mandeln hätten wir jetzt noch selber in der Pfanne anrösten können. Auch bloß ein bisschen was. Die werden, tue ich auch noch ein bisschen klein bröseln hier rein. So, und dann kommt ein Schluck Rum rein. Das reicht. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir das Marzipan irgendwie mit dem verkneten können. Aber das sieht so schon nicht so gut aus. Ich glaube, das muss ich mit der Hand machen. Ja, das sollte ein bisschen weicher sein. Wenn man das so anguckt, learning by doing, gibt man das zu wenig Küchle. Also tun wir doch das ganze Marzipan verarbeiten. So in Ordnung? Ja, sieht sehr gut aus, aber warte noch. Haselnusskerne. Sind das schon ein oder zwei Äpfel? Das sind ein Apfel. Ein Apfel bis jetzt. Ah ja, komm, hauen rein. Dann tun wir den gleich mit da rein verarbeiten. So, dann warte ich mal noch auf den zweiten Apfel. Gut. Dann gleich noch ein bisschen Zitrone drüber. Zitrone verhindert, dass der Apfel gleich braun wird. Aber ein bisschen brauner Zucker kann auch nicht schaden noch. Auch wenn es schon ein Haufen Marzipan ist. Tja. Dann eigentlich nur noch fertig verkneten. Dann bräuchte man jetzt noch irgendwas, wie wir hier noch ein bisschen Bindung reinbringen. Bisschen Mehl. Bringen Haferflocken eine Bindung? Bisschen, ja. Ein bisschen. Dann hätte ich gesagt, probieren wir das aus und hauen hier noch ein paar Haferflocken rein. Einfach bloß ein paar. Sind ja feine Haferflocken. Gut, gut, gut. Boah, das wird eingepampe heute. Und gerade schön ist. Noch ein bisschen? Ja. Haferflocken entziehen ja auch ein bisschen Flüssigkeit noch. Gut. Wir haben Zimt vergessen. Mhm. Wir haben den Zimt vergessen. Das ist ja ganz wichtig. Gut, dass mir das jetzt noch eingefallen ist. Nein, kein Kümmel, Zimt. Zimt habe ich gefunden. Hau ordentlich drauf.
Gut einmal. Mach mir ein bisschen Untermengen. Das Wichtigste überhaupt. Ja, Zimt. Und nochmal ein bisschen drüber. Gut. Sollte reichen. Ja. Und das Ganze stellen wir jetzt noch ein bisschen kühl, bis wir nachher unsere Küchle machen. Ich denke, das sollte funktionieren. Sieht zwar etwas merkwürdig aus, fast so wie, naja, das sage ich jetzt nicht, aber es wird bestimmt schmecken. Gut. Ja, ja, oh je, oh je, oh je. Ja, gut. Leute, dann sehen wir uns nachher wieder.